Manche Cyberattacken sind schnell abgewehrt. Was aber, wenn es den Angreifern gelingt, dein Business über einen längeren Zeitraum lahmzulegen? Genau dafür gibt es den Zusatzbaustein Cyberbetriebsunterbrechung zur Cyberversicherung. Ich bin Katrin von Exali und verrate dir heute, warum ein Stillstand deines Betriebs kein finanzieller Totalschaden sein muss. Die teuersten Schäden, die auf unseren Tischen landen, sind die, bei denen der Betriebsablauf gestört wurde. Denn neben deinem entgangenen Betriebsgewinn fallen ja nach wie vor auch die laufenden Kosten für deinen Betrieb an. Hast du zu deiner Cyberversicherung den Zusatzbaustein Cyberbetriebsunterbrechung abgeschlossen, ersetzt dir der Versicherer einen solch teuren Ausfallschaden. Damit dieser Schaden auch wirklich getragen wird, muss er entweder auf einen versicherten Cyber- und Dateneigenschaden zurückgehen oder es muss sich um eines der folgenden Szenarien handeln. Zum Beispiel ist bei dir der Strom ausgefallen, es gab eine Über- oder Unterspannung, eine elektrostatische Aufladung oder statische Elektrizität. Andere Fälle sind bei einer Überhitzung, einem unterlassenen IT-System-Upgrade, einem Softwarefehler, einem internen Netzwerkfehler, einem IT-Hardwarefehler. Das sind so die typischen Beispiele. Außerdem besteht Versicherungsschutz, wenn du einen Dienstleister beauftragt hast und der für die Betriebsunterbrechung bei dir im Betrieb verantwortlich ist. Wenn du wegen einer solchen Störung also nicht arbeiten kannst, dann wird dein Ertragsausfall in der Zeit der Störung oder der Unterbrechung deines Betriebs vom Versicherer ersetzt. Dieser Ertrag setzt sich folgendermaßen zusammen: einmal aus den laufenden Kosten wie Personal- oder Mietkosten und deinem Gewinn. Außerdem können auch Mehrkosten vom Versicherer ersetzt werden. Mehrkosten fallen meistens an für solche Dinge wie die Nutzung von fremden Anlagen, insbesondere jetzt IT- oder Computersystemen, bei einer Inanspruchnahme von Fremddienstleistungen, zum Beispiel wenn du einen Büroservice oder eine IT-Forensik engagieren musst, und für die erforderlichen Maßnahmen zur Information all deiner Kunden und KundInnen, weil so ein Eingriff in deine Sicherheit natürlich auch relevante Konsequenzen haben kann. Der Zusatzbaustein Cyberbetriebsunterbrechung hat eine zeitliche Selbstbeteiligung. Das heißt, in den ersten 8 Stunden der Betriebsunterbrechung oder Beeinträchtigung musst du die Kosten selbst tragen. Alles hinterher wird vom Versicherer bezahlt. Allerdings ist die Mindestselbstbeteiligung eben die, die du beim Abschluss deines Vertrags gewählt hast. Den Rechner, bei dem du dich über die Cyberversicherung auch an sich weiter informieren kannst, findest du auf der Website von Exali. Mehr Infos gibt's hier unter dem Video. Weitere spannende Clips rund um die Absicherung deines Business findest du bei unserem YouTube-Kanal. Und ich freue mich, wenn du ihn abonnierst, die Glocke aktivierst oder einfach nur diesem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir denn gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.